Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar zum zweiten Teil meines Lego Konvoluts Nummer 2. Ich zeige euch heute, wie ich die Steine ungefähr sortiere. Wenn euch das aber genauer interessiert, mache ich dann nochmal ein extra Video irgendwann mal so für zwischendurch zu. Das ist einfach jetzt hier ein grober Überblick, wie ich es bei dem Konvolut mache. Das ist auch immer manchmal noch ein bisschen anders. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein Tablett. Da liegt alles Mögliche drauf. Und von da aus sortiere ich dann halt die Steine. Hier haben wir zum Beispiel ein Lenkrad. Das kommt hier drüben mit rein. Irgendwo da in das Fach. Genau, wir fangen jetzt aber mal rechts davon an. Hier haben wir verschiedene kleine Teile, für die ich kein Sortierfach habe. Hier haben wir mein Stativ, weil ich euch auch schon mitgenommen habe zum Sortieren. Hier haben wir Breaks, und zwar einmal 4, einmal 2, einmal 6, einmal 3, einmal 8 halt. Hier haben wir ein bisschen speziellere Teile drin, damit ich sie schneller wiederfinde. Hier haben wir alle großen, größeren Teile, die auch kein spezielles Teil haben. Zum Beispiel haben wir hier Zäune, Radwegen, also diese Achsen dafür, mittelalterliche Sachen, Leitern und sowas, Panels, hier die Teile, womit man Flugzeuge, Boote und sowas baut. Genau, dann gehen wir weiter. Hier haben wir alle Teile von alle möglichen Arches, die heißen die, glaube ich. Von unten nach oben und sowas. Genau. Dann gehen wir hier weiter. Hier haben wir Bricks. Genau, ich glaube 2x2 heißen die dann. Oder 2x4. Irgendwie so. Hier haben wir ein paar Teile, die ich noch entweder reinigen muss oder die rausfliegen, weil es einfach nicht mehr Sinn vom Zustand her. Gibt's auch. Hier haben wir alle möglichen Fenster. Dann haben wir normale Bricks. Hier haben wir Plates, größere Plates, also halt wirklich lange Plates, hier zum Beispiel, also ich finde schon, das ist auch ganz cool. Hier haben wir Plate Mollified, ich weiß gerade nicht, wie die heißen, schreibt es mir bitte in die Kommentare, oder ich blende es hier unten drunter ein, also jetzt ist hier gleich eingeblendet. Da haben wir hier auch Plates. Einmal 6, einmal 4, einmal 2 halt und alles, was größer ist noch. Da gibt es noch einen Behälter. Und hier haben wir Tiles, einmal 6, einmal 8, 2 mal 2, einmal 2 halt. Weil die wurden in meinem schwarzen Kasten, den ich euch jetzt gleich zeige, so viel. Und da habe ich ein paar ausgelagert. Hier haben wir schon ein bisschen Sets, die ich zusammensuche. Hier haben wir die Liste, die zeige ich nur so ganz kurz. Hier haben wir schon ein Set, was ich am Zusammensuchen bin. Jetzt zeige ich euch noch hier so ein bisschen den großen Kasten. Da wird man, glaube ich, auch nicht so viel sehen. Hier haben wir alles mögliche an Minifiguren, Zubehör, ob Lanzen, noch mehr Lanzen, Teller, Kopfbedeckungen. Das war jetzt so das, was ich noch so hier drin gefunden habe. Hier haben wir alle möglichen Breaks Mollified, wenn der nicht dauernd weghüpfen würde. Alle verschiedenen Arten, auch Plate Mollifieds. Auf jeden Fall sehr cool. Ich hoffe, davon bleiben einige übrig für meine Star Wars Mods. Dann kommen wir weiter. Hier haben wir Brick mit verschiedenen Mustern drin. Hier halt die mit dem Grillmuster. Hier haben wir, ich bin immer so schlecht in den Namen, Hinges oder sowas, halt die mit dem Klappmechanismus, genau, dann die sind leer, hier haben wir alle möglichen Stangen drin, hier haben wir Slopes,
die keine Noten drauf haben. Dann haben wir hier so ein paar Teile mit den Verbindungselementen. Lenkräder, diese Reling-Teile. Die hier, weiß ich jetzt auch nicht, wie die heißen. Hier haben wir so ein bisschen was Gemischtes, alles was so ein bisschen bunt durchsichtig ist. Gehen wir mal weiter. Hier haben wir Cones, große Cones und Round Bricks. Dies. Und irgendwo haben wir auch kleine Round Bricks. Irgendwie hier da. Kleine Round Bricks. Dann haben wir hier Käseecken, größere Käseecken und noch. Genau, größere Käseecken. Und da unten diese. Wenn ich eine rauskriege, zeige ich sie euch. Die hier. Und dann haben wir hier Round Bricks 1x1. Die kleinen Round Bricks. Kleine Cones. Auch sehr cool. Die sind hier sogar in zwei Fächern. Dann haben wir hier Bricks. Oh, ich hasse das Bricklink-Namen manchmal. Ich komme da nicht so drauf manchmal. Egal. Hier haben wir Antennen. Diese kleinen Schalthebel heißen auch Antennen. Genau, hier nochmal das Fach. Das ist das zweite. Hier haben wir die Drehteller in verschiedenen Farben. Und hier haben wir nochmal Tiles. Dann gehen wir mal weiter. Hier unten drunter habe ich nämlich auch noch ein bisschen was. Hier habe ich jetzt gerade Technik stehen. Technik habe ich im ersten Eimer. Und hier hinten im zweiten Eimer. Und hier haben wir Räder drin. Und das ist auch einmal so ein Eimer wieder. Gelbe. Und hier hatte ich gerade Technikteile gesucht. Und dann schütte ich die halt immer auf die Tabletts. Und finde die dann relativ einfach. Genau, dann haben wir auf meinem Schreibtisch auch ein bisschen was stehen, aber das zeige ich euch jetzt nicht so unbedingt. Das ist für mich so zum Sortieren. Genau, und ansonsten, ich kann es ja mal kurz zeigen. Ja, da hinten haben wir übrigens die anderen Plates. Hier, das kommt dann nachher noch aufs Tablett. Und hier haben wir dann noch Plates, genau. Große Plates, 8x8. Ich glaube, in alten Dark Blue Square ist die jetzt hier sogar. Genau, hier haben wir verschiedene andere Plates. Für ein älteres Set sind die hier zum Beispiel. Ich bin mal gespannt, zu wie viel Prozent das da hier drin ist. Ich habe aber schon gesehen, dass die eine Plate davon leider beschädigt ist hier, wie man sieht. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm und ich kann das irgendwie mit erhitzen. Irgendwie ein bisschen wieder zurechtbiegen oder sowas. Oder ich fackel es einmal an, die ist eh schwarz, dann sieht man es nicht und dann biege ich es wieder zurück. Nee, ich werde mir was einfallen lassen. Genau, hier in der Tüte sind übrigens grüne Teile. Hier hinten sind ein paar Jack Stone Teile. Und hier hinten haben wir dann, wir können ja mal weitergehen, noch mit Bricks. Wenn ich was suche, schütte ich es halt einfach aus. Ein paar ältere Bricks, die rausfliegen. Oh, ein bisschen Farbiolett haben wir auch. Ja, ein so eine komische Star Wars Build-A-Build-Figure. Mag ich gar nicht. Hier haben wir dann alle möglichen Farben von Tan über Braun, über Grün, über Dunkelblau, Olive, Dark Green, Dark Red. So in dem Dreh. Dann haben wir hier hinten dran noch Technik. Da hinten sind die Anleitungen. Ein bisschen Harry Potter ist auch dabei. Genau. Hier haben wir noch größere Teile. Ein Bootteil. Und hier haben wir dann alles Mögliche an kleineren Teilen. Hier ein Katapultteil. Was ganz cool ist. Ein Buch von Harry Potter, wenn ich mir es richtig gemerkt habe. Ja, hier oder so. Binnen. Hier ist alles Mögliche mit drin. Kettenglieder. Habe ich jetzt auch einige. Vielleicht kommen dann auch mal wieder. Hier sind zwei Mobs. Ja, hier sind noch mehr. Die sind dann schon ein bisschen sortiert. Und sind ein bisschen
bisschen längere Teile, Antennen und so. Und hier hinten haben wir dann noch Minecraft. Ein paar Creator-Sets. Ja, und dann so hier den Rest. Das sind insgesamt 3 Sets, die da so liegen. Hier habe ich schon ein bisschen angefangen mit den Minifiguren. Und hier in der Tonne ist auch noch ein bisschen was. Genau, und hier in der Mitte halt dann auch. Auch schon teilweise ein bisschen zu Sets zu sortiert. Und ich glaube, mit diesem Bild hier so, mit dem Bild verabschiede ich mich. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Ja. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Ciao, bis zum nächsten Mal.